Alles ist jetzt wieder respawned. Also die Portale sind wieder offen. Verteidigt euch! So, das heißt, jetzt geht erstmal den Weg zum maskierten Freiräumen. Achtung! Kämpft! Den maskierten ignorieren wir aber jetzt hin. Der hat auch ein Pentagramm hier übrigens. Ja, wir haben die Urne auf jeden Fall, die aussieht wie eine Glasflasche. So. Eure Urne, Maskenmann. Sehr gut. Weicht zurück, während ich den Essenztrank darauf gieße. Was ist das? Das ist die Essenz des Lebens, mein Freund. Sie erweckt Tote zu wahrhaft neuem Leben. Erhebe dich, Wraith Skadar. Schwarzer Meister aus dem Kreis der 13. Erhebe dich und sei mein. Ihr habt mir Leben und Kraft wiedergegeben. Doch der Preis dafür bindet mich an euren Willen. Das war der Plan, mein Freund. Wraith Skadar? Der Schwarze? Das ist ein Magier des Zirkels. Ihr erweckt den Zirkel. Und ich habe euch geholfen. Und das werdet ihr auch weiterhin tun, Sklave. Ihr wollt doch etwas von eurem Gegenmittel, oder? Gebt es mir! Oh nein. Zuerst müsst ihr noch etwas für mich tun. In der Stadt Empyria, im alten Xu, gibt es jemanden, der meinen Plänen sehr gefährlich werden kann. Die Dryade der Lebenseibe. Ich habe zwar den Kaiser dort fest in meiner Hand, aber er will sie nicht töten, der Narr. Ich glaube fast, er ist ihr verfallen. Also müsst ihr es tun. Geht nach Empyria, findet die Frau unter dem Baum und tötet sie. Ich habe schon andere geschickt, aber sie haben alle versagt. Meine Macht reicht nicht bis in ihren Hain. Monstrum, ich werde nicht! Spart euren Atem. Ihr wisst, was ohne das Mittel mit euch geschieht. Durchquert dieses Portal. Es führt zu einem Ort ein wenig außerhalb von Empyria. Haltet euch dann südwärts. Hier, nehmt diese Rune. Ihr Sklave hat versagt. Soll er nun euch dienen? Geht durch das Portal. Es bringt euch in die Nähe von Empyria. Ja. Wir haben dieses Mal geholfen, einen der Zirkelmagier zu erwecken. Oh, ein Saphir. Nettes Schild. Oh. Also ja, erstmal wieder Waffe. Ach so, das ist so ein Ding, wo wir komplett am Körper tragen. Ja, nehme ich gerade trotzdem lieber, weil das hat. Okay, hat nur 150 zu den 175.
Nee, ist der wirklich dann so viel besser? Stärke, Ausdauer, Intelligenz. Naja, da muss ich leider sagen, wir sind gerade nackig. Ist die Kombi dann doch besser? Ja, Portal zur Onyx-Bucht. Wer hätte das gedacht? So, jetzt müssen wir den ganzen Weg hier hochlaufen. Ja, Schatten des Phönix. Wir haben das abgeschlossen. Sucht in dem Pyria nach der Dryade und tötet sie, dann wird der Maskierte euch gegen das Schwert helfen. In seinem grausamen Spiel verlangt der Maskierte noch einen letzten Auftrag von euch. Ihr müsst die Dryade der Lebenseibe töten, sie ist die einzige, die sich seiner Macht entziehen kann. Die Ermordung der Dryade. Der Maskierte wird euch erst helfen, wenn ihr die Frau unter dem Baum, eine Dryade der Lebenseibe, mit eurer Schattenklinge tötet. Sucht sie in Empyria. Sucht im Empyria nach der Dryade der Lebenseibe und tötet sie. Der Maskierte hat euch zur Onyxbucht gebracht. Von dort aus müsst ihr euch nach Empyria durchschlagen und dort die Dryade der Lebenseibe finden und töten. Nur dann wird er eure Schmerzen lindern. Und ja, er ist weg übrigens. Können ja gerade mal gucken, wie heißen die? Nördliches Händlerlager, nordöstlicher Vorort, südlicher Ausgang. Und da sind noch ein paar Basilisken im Weg. Ja, das wird wahrscheinlich das Heldenmonument gewesen sein. Verteidigt euch! Wir sind aber schon mal auf einem guten Weg zu Level 30. Ab dann können wir auch Anktas Rune benutzen. Zeit zu sterben! Zurück mit euch! So, das heißt, wir können noch schnell gucken, was die Händler haben. Es ist vorbei, endlich. Ich bin frei. Endlich finde ich Frieden. Seid bedankt, ihr habt mich erlöst. So, jeder, der hier stirbt, gibt uns Erfahrungspunkte und ein Level-Up gleich dazu. Das heißt, ich kann auch die beiden jetzt mal mit reinnehmen. Okay, nette Sachen, die uns jetzt leider noch gar nichts bringen, wirklich.
Wie weit kann ich weiße Magie nicht mehr steigern? Nee. Das heißt, die nächsten beiden Level auf Stärke Ausdauer steigern, dass ich das eins erhöhen kann. Achso. Du hast du irgendwas Schönes? Nee, du hast nur zwei Handwaffen. Du hast Geschicklichkeitswaffen und Fernkampfwaffen. Übrigens also auch nicht viel. Du hast ein paar Zauber. Und du? Hast auch nur Zauber. Okay. Das heißt, von dem Seenfels geht es zum Aufgang zur Oststadt zurück. Und dann in die Onyxbucht. Und hey, wir haben unser erstes Nebenquest abgeschlossen. Und auch Hauptquest. Und damit haben wir auch die östliche Stadt der Seelen abgeschlossen, die das Startgebiet für den Träger der Schattenklinge ist. Ja. Sonnenlicht haben wir auch gekriegt. Sehr schön. Gut, das heißt, wir gehen jetzt durch das Portal zur Onyxbucht erstmal. Das bringt uns an eine bekannte Stelle. Nämlich hier ist das Portal zur Schwarzwasserbucht. Und ja, ich kann schon mal hier die Rune tauschen. Wollen wir das noch schnell machen? Komm, dauert eine Minute. Also Holzfäller. Steinbruch kommt dahin. Wo ist das Sägewerk? Da ist das Sägewerk. Mine kommt dahin. Schmelze. Jagdhaus. Fischerhütte. Fischerzunft. Die Art von also Rinderzucht, Getreidefarm, Nahrungslager, Verteidigungsturm und das Ding. Kleines Haupthaus, mittleres Haupthaus, großes Haupthaus. Dann neu der Hundezwinger, Schmiede, Schießstand, Rüstkammer, Tempel. Hab das Ding total vergessen. Also den Arierschrein. So. Also wir kommen von im Augenblick nicht in die Schwarzwasserbucht. Weil das Tor ist zu. Aber was nicht ist, kann noch werden. So. Gut, das ist alles geregelt. Das heißt, wir machen jetzt einen Cut. Ist gerade passend.
haben die Startmap hinter uns und fangen dann in der nächsten Aufnahmesession an, die Spinnen zu töten und unsere Basis zu bauen. Also speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.